Schönen Nachmittag. Es geht in so einem Rhythmus, wo alle drei, vier Tage ein Spiel ist, geht es darum, in erster Linie den körperlichen Bereich so zu bearbeiten, dass die Jungs bei den Spielen dann wieder fit sind. Ich glaube, vom Gefühl her ist uns das gut gelungen. Und dann heißt es wieder Spannung aufbauen. Und es ist für uns eigentlich schön. Also ich kann mit dem wenig anfangen, dass es viel Belastung ist. Ich freue mich, wenn ich alle drei Tage Möglichkeit habe, wieder in den Wettkampf reinzugehen. Und so sind wir auch vorbereitet. Also wir freuen uns, es werden zwei schwere Aufgaben, das ist klar. Aber wir haben uns bislang ganz gut verkauft und dann schauen, wie wir das dann am Sonntag auch dann, wenn wir die zwei Spiele Revue passieren lassen, wie wir das dann beantworten können, die Situation. Zu Hannover im letzten Heimspiel der Hannoveraner gegen den HSV haben sie mit einer Doppelspitze gespielt. Rechnest du mit Ähnlichem? Wir gehen fast davon aus, dass es so sein wird. Auch aufgrund dessen, weil das letzte Spiel weniger erfolgreich war, spekulieren wir schon damit, dass sie so auflaufen wie zu dem Zeitpunkt, dass sie das Spiel dann eigentlich ganz gut absolviert haben. Aber wir wissen auch, dass sie mehrere Varianten im Spiel haben, das ist auch klar. Also können auch das 4-2-3-1 in der Spielanlage normalerweise von den Personen, von den Spielern gut umsetzen, aber wir rechnen mit zwei Spitzen. Ja, Peter, gegen Gladbach ist der Plan gut aufgegangen, den ihr hattet. Wie schaut dein Plan gegen Hannover aus? Was kannst du da schon, gibst du da Einblicke? Oder möchte eigentlich nicht viel dazu sagen. Also das, was unser Spiel in den nächsten Wochen und Monaten eben kennzeichnen soll, das, was es in den letzten vier Runden auch gemacht hat, dass eine Mannschaft da am Werk ist, die Vereinsfarben und den Club so vertritt, wie wir das gesehen haben, nämlich mit dem Engagement, mit dem Einsatz, mit der Laufbereitschaft, alles die Tugenden, die das Umfeld und die Leute hier in Köln auch immer wieder eingefordert haben, das bringen die Jungs bislang zur Perfektion und das wird unser Spiel auch in den nächsten Wochen und Monaten auch begleiten. Sonst werden wir schauen, wie der Gegner dann wirklich agiert, was für Lösungen wir selbst haben, wie aktiv wir selbst sein können, wird man dann sehen und lassen wir mal auf uns zukommen. Gibt keine großen Überraschungen, gibt immer nur die Frage, ob man dann die richtigen Antworten zum richtigen Zeitpunkt hat.